nein, das ist kein Märchenbuch. Könnte man aber denken, wenn man all das glauben würde, was über die Darmstädter Lilien im Moment so verbreitet wird. Die Lizenz ist in Gefahr. Doch das ist falsch. Okay, das aus Kriegsschutt erbaute Stadion ist nicht gerade ein Schmuckstück. Aber lizenzgefährdend? Da gibt es überhaupt gar keinen Zweifel. Die Lizenz ist da, die war ja auch für Zweitliga-Zeiten schon da. Und DFL-seitig haben wir absolut grünes Licht für die erste Liga. Ja, der Geschäftsführer der Darmstädter Sportstätten GmbH muss sich mit einer ganzen Menge von Gerüchten herumschlagen. Zum Beispiel diesem hier. Das Stadion ist zu klein. Auch das ist falsch. Man hat am Wochenende gesehen, wir haben ja wunderbares Fußballfest gefeiert und auch die DFL sagt absolut ausreichend. Also nochmal, ist ein Gerücht, Stadion ist groß genug. Laut Lizenzierungsvorschrift reichen 15.000 Plätze aus. Ins Stadion am Böllenfalltor passen 16.500. Dringend nötig allerdings ein neuer Container mit Damentoiletten. Die geforderte Rasenheizung wurde bereits zum Zweitligastart installiert. Und beim etwas zu schwachen Flutlicht drückt die DFL ein Auge zu. Aber das Problem sind die Medien. Und das ist richtig. Es beginnt bei den Parkplätzen für die Journalisten. 90 waren es in der zweiten Liga. Jetzt müssen 180 Stellplätze bereitstehen. Auf der Medientribüne haben bisher 61 Sitzplätze ausgereicht. Jetzt sind 102 Plätze gefordert. Selbst die Maße der Arbeitstische sind reglementiert. Genauso wie die Anzahl der Tonkabelanschlüsse bei den Pressekonferenzen. Wir sind hier im Pressekonferenzraum und es ist natürlich noch relativ kuschelig. Gerade so machbar, wie man sieht, für die zweite Liga bis vor einigen Tagen. Aber wir müssen jetzt hier definitiv eine Wand rausbrechen und für Vergrößerung sorgen, dass mehr Journalisten in Liga 1 dabei sein können. Und was erwartet die verwöhnten Bundesliga-Stars? Ribéry muss in Darmstadt kalt duschen. Auch das ist falsch. Wir haben für den Bayern-Star Ribéry nachgeschaut. Die Gästekabine spartanisch, aber vorschriftsmäßig. 40 Quadratmeter Fläche, 2 Toiletten und 6 Duschen mit warmem Wasser. Also ich glaube, viele Lilienfans würden sich freuen, wenn wir die Bayern hier kalt erwischen. Ja, aber das andere ist ein Gerücht. Wir haben es gerade getestet, die Duschen sind wunderbar warm. Unser Fazit also: Die erste Liga kann kommen. Das ist richtig.